Namaste, Namaste, grüezi miteinander, herzlich willkommen an diesem Mittwoch, 20. März, 20 und 24 auf YouTube. Gleich der Hinweis, wir haben unseren Mittwochskommentar auf Rumble gestellt, selbstverständlich auf unserer Partnerplattform, also dann nichts wie dahin. Hier nur ein kürzeres Video. Denkt daran, noch 6 Tage für die, die zu uns nach Rapperswil ins Kabarett kommen möchten. Rapperswil bei Bern, bitte. Dann läuft die Early Bird Aktion mit den deutlich vergünstigten Tickets ab. Am 27. April, einen Tag später, läuft die Aktion für die Konservi in Seon ab. Und dann am 30. April für unser Heimspiel im Hof Matzal in Münchenstein. Also wer doch noch einen zweistelligen Betrag einsparen möchte, sofort Tickets bestellen at info@männermeinerpraxis.ch. Alle Spielorte unter www.megaschweizer.ch. Also das der Vorspann. Wir haben heute hier ein kürzeres, aber nicht weniger spannendes Thema. Macht Woke sein glücklich oder unglücklich? Psychologische Forscher in Finnland haben einen Test entwickelt, mit dessen Hilfe das Engagement des Einzelnen für die Zustimmung zu sozialer Gerechtigkeit gemessen werden kann. Es ist unglaublich, aber das, man sagt ja, wer viel misst, misst auch viel Mist, aber das tönt doch interessant. Bei einer größeren Untersuchung in der finnischen Bevölkerung sind sie dabei zu einigen überraschenden Erkenntnissen gelangt, unter anderem zu einer negativen Korrelation zwischen progressiven Idealen und dem Glücksniveau. Die im Scandinavian Journal of Psychology veröffentlichten Ergebnisse lassen vermuten, dass andere westliche Länder ähnliche Muster bei ihren sozial bewussten Bürgern feststellen. Ich finde das eine sehr spezielle Formulierung. Wenn man woke ist, ist man dann sozial bewusst? Ist das das Gleiche? Fragezeichen. Lasst mir eure Meinungen in den Kommentarspalten. Die Studie mit dem Titel «Construction and Validation of a Scale for Assessing Critical Social Justice Attitudes», zu Deutsch «Konstruktion und Validierung einer Skala zur Bewertung von kritischen Einstellungen zur sozialen Gerechtigkeit», erschien am 14. März 2024, also brandaktuell. Studienautor Oskari Latinen, ein leitender Forscher am Invest Research Flagship Center der Universität Turku, bemerkte, dass der Woke-Diskurs inzwischen auch in Finnland Einzug gehalten hat. Also als skandinavisches Land dachte ich ja, die sind schon lang in diesem Diskurs. Zitat von ihm: «Diese Debatte war weitgehend datenfrei, sodass es eine lohnende Frage sein könnte, zu untersuchen, wie weit verbreitet diese Einstellungen sind», fuhr er fort. Vor dieser Studie gab es kein zuverlässiges und gültiges Instrument, um das Ausmaß und die Prävalenz dieser Einstellungen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu bewerten. Also habe ich mich daran gemacht, eines zu entwickeln. Ihre Forschung beinhalte umfangreiche Lektüre über intersektionellen Feminismus, kritische Rassentheorie, Queer-Theorie und andere relevante akademische Disziplinen, die kritische soziale Gerechtigkeit informieren, berichtet PsyPost. Also ich wusste nicht, dass Queer-Theorie eine relevante akademische Disziplin ist, aber man hat ja nie ausgelernt. Die Piloterhebung umfasst 851 erwachsene Teilnehmer, von denen die meisten mit der Universität in Turku verbunden waren. Nach der Verfeinerung der anfänglichen Skala wurde die Studie auf eine repräsentativere nationale Stichprobe von 5000 Teilnehmern ausgeweitet, die über Helsingin Sanomat, Finnlands größte Zeitung, verteilt wurde. Die endgültige Skala für kritische Einstellung zur sozialen Gerechtigkeit ergab 7 Binsenweisheiten über wache Menschen. Wenn Weiße im Durchschnitt ein höheres Einkommen haben als Schwarze, dann liegt das am Rassismus. Auf den Leselisten der Universitäten sollten weniger weiße oder europäische Autoren stehen. Mikroaggressionen sollten oft und aktiv in Frage gestellt werden. Transfrauen, die mit Frauen im Sport konkurrieren, helfen nicht den Frauenrechten. Wir müssen nicht mehr über die Hautfarbe von Menschen sprechen. Eine weiße Person kann nicht genauso gut verstehen, wie sich eine schwarze Person fühlt, wie eine andere schwarze Person.
Ein Mitglied einer privilegierten Gruppe kann Merkmale oder kulturelle Elemente einer wenig privilegierten Gruppe übernehmen. Also ja, haben wir andere Probleme? Wahrscheinlich nicht. Die Kluft zwischen den Geschlechtern war für mich wahrscheinlich am überraschendsten, erklärt Studienleiter Lahtinen gegenüber PsyPost die finnischen Einstellungen. 3 von 5 Frauen stehen Woken-Ideen positiv gegenüber, aber nur 1 von 7 Männern. Ja, was für eine Überraschung. Aus der Zusammenfassung der Studie. Insgesamt lehnte die Stichprobe der Studie kritische Thesen zur sozialen Gerechtigkeit ab, wobei die Ablehnung bei den Männern besonders hoch war. Frauen äußerten mehr als doppelt so viel Zustimmung zu den Vorschlägen. Dies galt insbesondere für Frauen in Bereichen wie Sozialwissenschaften, Bildung und Geisteswissenschaften. Im Gegensatz zu kritisierten Teilnehmerinnen, die in den MINT-Fächern, also Mathematik, Physik, naturwissenschaftliche Fächer tätig waren, eher die Bemühungen um soziale Gerechtigkeit, die mit Woke in Verbindung gebracht wurden. Also diese haben das mehr kritisiert als die Sozialwissenschaftler. Scheint mir auch logisch. Das beunruhigendste Ergebnis war jedoch, und jetzt kommt der Punkt, der Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Zustimmung zur Skala. Insbesondere fanden die Forscher eine hohe Prävalenz von Angstzuständen und Depressionen bei Personen, die der Aussage, wenn Weiße im Durchschnitt ein höheres Einkommen haben als Schwarze, dann liegt das am Rassismus, glauben. Prävalenz heißt Vorkommen. Ganz allgemein stellten sie fest, die Personen, die sich als links oder besser als das, was heute als links geframed wird, eben Woke bezeichnen, am ehesten über ein geringeres psychisches Wohlbefinden berichten. Lahtinen warnte davor, die Ergebnisse der Studie auf ein internationales Publikum zu übertragen, insbesondere auf westliche Länder. Sein Schlusswort: Die Studien waren mit einer Stichprobengröße von über 5000 Personen und guten psychometrischen Eigenschaften recht robust, sagt er. Die Skala müsste jedoch in nordamerikanischen Stichproben validiert werden, um zu wissen, wie sich diese Einstellungen dort manifestieren. Ich ermutige Kollegen in den Vereinigten Staaten, die Prävalenz dieser Einstellung in dem Land, aus dem sie stammen, zu untersuchen. Mich, ganz ehrlich gesagt, überrascht das nicht wirklich, weil ja, es sind ja oft, wenn man so mit woken Menschen diskutiert, sie sind jetzt nicht wirklich sehr lebensfroh. Also man ist immer schwierig, das auch zu verallgemeinern, oder? Aber ja, es ist überall ist ein Haar in der Suppe und überall, man muss jedes Wort auf die Goldwaage legen und man muss schauen, wie lange man wohin und wie genau schaut und ob das dann alles zum Lebensglück beiträgt, auch alle Strukturen, die auch in der Natur, im Tierreich vorkommen, permanent zu hinterfragen, zu non-binarisieren, zu äquivalentisieren, gleichzumachen, die Sprache schon optisch durch Doppelpunkte und Sternchen und Abstände und Glottispausen optisch schon, ästhetisch optisch, muss man sagen, zu verhunzen. Ob das glücklich macht, ich bin mir da wirklich nicht so sicher. Aber es ist ja mal ein Durchbruch, eine Pilotstudie, wie Sie richtig sagen, die Studiendesigner und Durchführer. Und ich bin gespannt, ob da weiteres kommt. Und ob die dann tatsächlich in Nordamerika andere Ergebnisse erzielen als in Finnland, ich würde keinen hohen, aber doch Betrag dagegen wetten. Das soll es gewesen sein. Viel Spaß bei unserem Mittwochskommentar auf Rumble und denkt daran, die Early Bird Aktionen für Münchenstein, für Seon Conservi und für Rappi bei Bern im Ochsen laufen in den nächsten Tagen ab. Mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und noch werden möchten. Saludos a todos, Grüße an den Hof am Bodensee und genau, man sieht sich.